Das erste Video bei YouTube, wo dir wirklich jeder Verarbeitungsschritt mitgeteilt wird. Guten Morgen! Viele wissen, dass Haferflocken aus dem Supermarkt hoch verarbeitet sind und keine Rohkost. Aber wie sieht es eigentlich aus mit ganz normalem Getreide? Ich kann dir schon sagen, gerade die Ursorten wie Kamut, Emmer und Dinkel sind problematisch, was die Verarbeitung angeht. Jeder geht davon aus, dass wenn man das volle Korn kauft, dass dieses mehr oder weniger unverarbeitet und unbearbeitet ist. Die Wahrheit ist, dass es erst einmal 8 Schritte der Verarbeitung vom Getreide gibt, bevor dieses als Rohgetreide verkauft wird. Und dann folgt noch die Entspelzung. Je nachdem. Du erfährst heute detailliert, was die ersten 8 Schritte sind, die für alle Getreidesorten gelten, die du kaufst. Du entscheidest, ob diese Verarbeitungsschritte für dich problematisch sind. Du erkennst und ich sage dir, welche Maschinen eingesetzt werden und ob das Getreide wirklich das Prädikat Rohkost verdient. Und dann erfährst du, was diese Entspelzung ist und wo da etwaige Probleme liegen. Selbst wenn dir Rohkost egal ist, möchte ich dir in diesem Video eben erstmalig auf YouTube diese detaillierten Informationen neutral und möglichst wertungsfrei zur Verfügung stellen. Wenn du diese Arbeit schätzt, dann kannst du, wenn du auf die Glocke über dem Abo-Button drückst, informiert werden, wenn weitere Videos mit neuen Informationen kommen, die sonst sehr, sehr schwer zu finden sind. Denn das ist mein Anspruch. Idealerweise soll jedes Video etwas enthalten, was sonst nicht oder sehr schwer auf YouTube zu finden ist. Der erste von 8 Verarbeitungsschritten wird vom sogenannten Flow Balancer durchgeführt. Der heißt tatsächlich, das ist eine Maschine, die einerseits quantitativ die Menge der Weizenkörner bestimmt, die in den Verarbeitungsprozess geleitet werden und zum anderen die verschiedenen Sorten miteinander mischt, wenn dieses gewünscht ist. Es gibt ja so Kornmischungen. Dieser Prozess ist rein mechanisch und mehr oder weniger eine Sortierung und Positionierung auf dem entsprechenden Fertigungskanal. Der zweite Schritt ist das Wiegen mit der Schüttwaage. Dort wird die Menge, die vorher sortiert wurde, abgewogen, sodass alle nachfolgenden Verarbeitungsschritte reibungslos und genormt ablaufen können. Das sorgt dann für eine gleichbleibende Qualität. Meist werden so Schüttimpulse von 30 kg pro Schüttung genutzt. Auch hier existiert keine Wärmebehandlung in irgendeiner Weise. In einem dritten Schritt werden Unkrautsamen, Bruchstücke von Getreide und Sand ausgesiebt. Also wenn die Teile kleiner sind als die Getreidekörner, dann fallen sie einfach durch ein Sieb nach unten. Parallel dazu werden leichte Teile wie Staub und Spreuer abgesaugt. Also unten fallen die kleinen Teile durch und zeitgleich werden oben Staub und Spreuer angesaugt und entsorgt. Und das Korn bleibt in der Mitte. Und daher existiert auch der Spruch, die Spreu vom Weizen trennen. Das passiert eben hier. Die Maschine, die diesen Vorgang abwickelt, die nennt sich nicht der Flow Balancer, sondern ist der Separator. Das Problem ist nun, dass größere Steine ja immer noch drin sind. Die kleinen sind durchgefallen und das Zeug, Staub, Spreuer ist abgesaugt worden. Und da sind aber noch die großen Steine drin. Und keiner will auf einen Stein beißen. Und wenn dann Haferflocken gemacht werden, industriell, und da ist ein Stein dabei, da gehen auch die Walzen kaputt. Das will man natürlich auch nicht. Daher gibt es den Steinausleser. Okay, ist nicht so ein spektakulärer Name, aber das ist dann der vierte Schritt. Das Getreide kommt auf ein viereckiges Stahlgitter und dann wird die Kammer zugemacht, die Getreidekörner sind da drauf und von unten kommt ein Luftstrom, der genau so stark ist, dass alle Getreidekörner in die Luft fliegen und feiern und nur die schweren Steine unten am Boden liegen bleiben. Diese werden dann aussortiert, der Luftstrom geht zurück und man hat das Getreide und nicht die Steine. Bis zu diesem Schritt spricht man auch von der Schwarzreinigung. Nun leitet man in einem fünften Schritt den dreistufigen Zyklus der Vorbereitung ein. Das Getreide kommt auf eine Messstrecke. Dort wird der Feuchtigkeitsgehalt gemessen. Dieser beträgt meist zu diesem Zeitpunkt 14%. Und je nachdem wie feucht das Getreide ist, wird dann auf dieser Messstrecke von einem Computer analysiert, wie viel Wassermenge nötig ist, um diese Getreidefeuchte auf ca. 16% anzuheben. Und dabei wird nicht jedes Korn gemessen, sondern je Schüttimpuls ausgehend der Waage in Schritt 2. Der Sinn dahinter ist, dass eine
optimale Wasserfeuchte errechnet wurde, um das Getreide weiterzuverarbeiten. Und diese liegt eben bei 16%. Da sieht man, wie weit entwickelt unsere Industrie ist. Es gibt eine dreistufige Prozessanordnung, wo es nur darum geht, das Getreide um 2% feuchter zu machen. Faszinierend. Diese Messstrecke ist der erste Teil der sogenannten Netzerei. Der zweite Schritt der Netzerei und damit der sechste Schritt insgesamt ist der Wasserdosierer, der ausgehend der Analyse der Messstrecke die jeweils benötigte Wassermenge berechnet und dann weiterleitet. Allein in diesem kleinen Gerät sind Unmengen an Regulierungsventilen, Wasserzähler und Steuerelektronikbauteile enthalten. Das Wasser, was dann weitergeleitet wurde, wird dann in einem siebten Schritt im Wasserverteiler oder auch Intensivnetzer gleichmäßig auf die Kornoberfläche verteilt. Dazu ist ein Spezialrotor notwendig, der dafür sorgt, dass jedes Korn tatsächlich die gleiche Menge auf der Kornoberfläche bekommt. Wahnsinn! Auch durch den Rotor kommt es aber dabei nicht zu einer Erhitzung über 40 Grad. Wir erinnern uns, das war so ein bisschen auch der Aufhänger für mich, mich darüber zu informieren. Ich wusste, dachte immer, Haferflocken sind Rohkostqualität, war dann doch nicht so. Und deswegen wollte ich wenigstens wissen, ob das Getreide Rohkostqualität ist. Aber wollte ich nur nochmal in Erinnerung rufen. Der achte Schritt ist die sogenannte Weißreinigung. Also Schwarzreinigung, Vorbereitung, Weißreinigung. Weißreinigung passiert durch die Scheuermaschine. Schöner deutscher Name. Dort ist horizontal eine Rolle, auf die das Getreide kommt. Das kommt dann hier, ist dann die Rolle. Und wird dann durch eine beschleunigte Bewegung, also wenn das dann hier auf die Rolle kommt, ja, gegen einen sogenannten Scheuermantel geschleudert. Das heißt, es kommt hier drauf und dann, wenn es drauf kommt, so büsch, und dann ist hier der Scheuermantel und bäm drauf. Und dabei fallen Schmutz, Schimmelpilze und Schadstoffe ab. Ich habe bei zwei Mühlen, die auf diese Weise arbeiten, angerufen und man konnte mir dort leider keine Auskunft bezüglich der erreichten Temperaturen während dieses Schleudervorgangs nennen. Aber ich mit meinem Verständnis würde auch diesen abschließenden Schritt der ersten Instanz nicht als Wärmebehandlung bezeichnen, wenngleich natürlich durch den Schleudervorgang bam, und den Aufprall Energie freigesetzt wird. Sonst würde ja auch nichts abfallen. So, nun hat man den ersten Prozess der Getreidereinigung abgeschlossen. Hier kann man meiner Meinung nach durchaus von Rohkostqualität reden. Aber das Getreide ist noch nicht entspelzt. Getreide, was in diesem Zustand gekauft wird, ist meiner Meinung nach tatsächlich rohköstlich. Der normale Weizen, der Roggen und auch der Nackthafer haben keine Spelzen und sind somit, wenn man sie als volles Korn kauft, Rohkostqualität. Da kaufe ich zum Beispiel auch immer Nackthafer. Gerade weil der Weizen ja ganz schön überzüchtet ist heutzutage. Und ja, flocke mir dann den Nackthafer selber und habe damit garantiert Rohkostqualität, die natürlich teurer ist als die Haferflocken im Supermarkt, die durch die Erhitzung haltbarer gemacht werden. Viele fragen sich dann immer, ja, warum du bist doch sonst so preisbewusst, warum kaufst du denn dann was du viel billiger haben könntest. Ja, weil ich gerne alle Nährstoffe und alle Enzyme gerne noch hätte. Und das ist es mir dann tatsächlich wert. Gerade bei einem Produkt, was in Bioqualität sogar für mich erschwinglich ist. Weil Getreide in Bioqualität kostet nicht viel, gerade wenn man das auch in großen Säcken kauft. 25 Kilo Säcke. Ich verlinke euch mal den Sack, den ich immer kaufe. Was ist aber denn nun mit den ganzen anderen Getreidesorten? Insbesondere die in der alternativen Szene so beliebten Ursorten. Wie Dinkel, Kamut. Diese werden, um sie zu entspelzen, mit heißem Wasser übergossen. Und dieses Wasser ist tatsächlich heiß, also über 42 Grad. Diese Informationen, die findest du nicht einmal bei Wikipedia oder anders ausgedrückt, ich finde sie nicht mal oder fand sie nicht bei Wikipedia, sondern du musst tatsächlich in Fachliteratur und eben auch durch Anrufe sowas herausbekommen. Ich habe dir unten in der Infobox das Buch verlinkt, wo ich den Großteil der Informationen herausbekommen habe, die ich dir heute im Video präsentiere, aber auch nicht alle. Das Buch ist aber generell zu empfehlen, auch für Fleisch, Milch und Käseprodukte wird da ganz genau der aufgezeigt, wie das produziert wird, das Lebensmittelwarenkunde quasi, sehr zu empfehlen, aber natürlich sehr trocken und biochemisch. Nachdem also das unschuldige Korn mit heißem Wasser übergossen wurde, wird es wieder getrocknet, um so dann leichter entspelzt zu werden.
Danach kommt es noch zu Quetsch- und Reibevorgängen, um dann halt wirklich diesen Spelz zu entfernen. Stehen bleibt ist, oder was stehen bleibt ist, dass Getreide, was entspelzt werden muss, mit heißem Wasser in Berührung kommt und an Rohkostqualität einbüßt, sage ich mal. Es gibt ja meistens nicht nur schwarz und weiß, sondern es büßt an Rohkostqualität ein. Man kann auch wunderbar erkennen, wenn man ungespelztes und natürliches Getreide keimen lässt, dass dieses entspelzte Getreide eine viel schlechtere Keimquote hat, weil eben ein beachtlicher Teil der Keime durch das heiße Wasser abgetötet wurde. Das war eine Menge Information heute. Das war eine Menge Information, ist mir bewusst. Aber ja, es war wichtig. Es war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Bitte teile dieses Video. Hier steckt so viel Wissen dahinter, was leider im Sumpf der Skandalmedien, wie ich sie mittlerweile wirklich teilweise mal nennen muss, ein bisschen untergeht. Deswegen, ja, teile dieses Video, wenn du das auch für wichtig erachtest, zu wissen, wie das funktioniert mit dem Getreide. Und wir sehen uns beim nächsten Video. So, wenn du abonniert hast und die Glocke gedrückt hast, dein Samen.